Während einer Tonaufzeichnung unter OneNote können Notizen angelegt werden. Diese können später als Art Inhaltsverzeichnis fürs Tondokument genommen werden oder ja eine kleine Zusammenfassung oder als Sprungmarken direkt in die Tondatei. Ich bin hier im Abschnitt OneNote, dort auf der Seite Medien, sieht man ja, und klicke aufs Register Einfügen. Dort starte ich eine Audioaufnahme, mein Mikro ist angeschlossen. So, ab sofort wird aufgezeichnet, was ich rede und ich zitiere mein aktuelles Prospekt, die Preise für Obst. Ich schreibe gerade Obst, ne? 88 Cent für Trauben, 44 Cent für Rhabarber, 85 Cent für Orangen. Dann gibt es auch noch Saftpreise in dem Laden, ne? 1 Liter Orangensaft 85 Cent, Apfelsaft 44 Cent und beim Brot im Angebot Wiener Schnitzelbrot für 2,33. So, ich klicke auf Beenden und habe das Ganze ja jetzt aufgezeichnet und habe, wenn ich hier mir die Tondatei anschaue, die heißt ebenfalls Medien, hat also einen Titel bekommen. Und hier bei meinem Text, dort befindet sich, wenn ich dann mit der Maus drüber fahre, ganz klein links daneben so ein Abspielenzeichen, so ein Play-Button. Den habe ich, na, oben habe ich ja auch ein Wiedergabezeichen, aber wenn ich draufklicke, so, ab sofort wird aufgezeichnet, was ich rede und ich zitiere mein, so, habt ihr ja schon gehört, ich klicke auf Beenden, aber jetzt hier, ich klicke auf Saft, auf das Play-Zeichen, 44 Cent für Rhabarber, 85 Cent für Orangen, dann gibt es auch noch Saftpreise, so, ich habe also auf den Saft geklickt und irgendwie hat der vorher angesetzt, nicht direkt bei dem Wort Saft, sondern ein bisschen vorher und das liegt daran, ich habe hier die Audio- und Video-Einstellungen. Und bei den Audio- und Videoeinstellungen im Register Audio- und Video-Wiedergabe, da steht, dass beim, ja, bei der Wiedergabe von verknüpften Abschnitten hier, von verknüpften Informationen, der 5 Sekunden später starten soll, ich ändere das mal auf 0. Ne, da sieht man auch in diesen Einstellungen mein Mikro, meine Toneinstellungen. Ich klicke auf OK. So, und wenn ich jetzt hier aufs Brot klicke, Moment, da ist das Brot. Und beim Brot im Angebot und klicke nochmal auf Obst. Preise für Obst. Ich schreibe gerade Obst. Na, Saft. Dann gibt es auch noch Saftpreise. So, und man kann also hier während der Aufzeichnung sich ein bisschen was zusammenstellen. Ein Inhaltsverzeichnis. Man kann Zusammenfassungen natürlich ersetzen. Und bei der Wiedergabe, ganz normal so, starten. Ab sofort wird aufgezeichnet, was ich rede und ich zitiere den Ton leiser. Das Prospekt, die Preise für Obst. So, Obst. In dem Moment, wo die Passagen erreicht werden, werden die Stellen auch hervorgehoben, sodass man beim Ton auch noch hört, in welchem Abschnitt man sich hier befindet. Dass überhaupt diese Wiedergabeliste hier aktiviert ist, das ist hier über den Schalter Wiedergabe anzeigen zu regeln. Ne, sollen die verknüpften Notizen während der Wiedergabe hervorgehoben werden? Das kann man auch ausschalten. Also jetzt wird, wenn ich das starte, hier entsprechend nicht optisch hervorgehoben. So, ab sofort wird aufgezeichnet, was ich rede und ich zitiere mein aktuelles Prospekt, die Preise für Obst. Ich schreibe gerade Obst. Also ist nicht hervorgehoben worden. Natürlich muss man schauen, an welchen Stellen darf man überhaupt ein Tondokument aufzeichnen. Ich würde nicht einfach im Meeting, um nachher leichter eine Zusammenfassung im Protokoll schreiben zu können, einfach ohne Zustimmung ein Tondokument aufzeichnen. Ja, aber vielleicht ist es möglich, in einer Vorlesung, in einer Rede, die man hört, ja, hier mitzuschneiden, zu kommentieren und so Informationen in den Dokumenten natürlich auch leichter wiederzufinden. So, ich finde das erstmal ein spannendes Thema, diese Audio- und Videoaufzeichnung. Es gibt noch einen zweiten Teil und da werde ich einfach nachträglich, nachdem ein Tondokument hier schon eingefügt wurde, werde ich nachträglich diese Texte ergänzen.